Swiss Mad Talk wird dir präsentiert von VSAO, Mediservice und Bibliothek Medizin. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Swiss Mad Talk. Genau, heute die Episode mit Herr Dr. Beat Mugli. Merci vielmals, dass du heute dir Zeit genommen hast, heute bei unserem Podcast mitzumachen. Klar, sehr gerne. Es war mir eine grosse Freude. Cool. Ich habe dich kennengelernt an meinem Hosp-Tag, wo ich mich für eine Stelle beworben habe, nach meinem Staatsexamen. Und dann warst du Chefarzt gewesen, im Tiefenospital auf der Allgemeinchirurgie. Und du bist auch ein wichtiger Baustein von diesem Podcast, weil ich hatte dann von dieser Idee erzählt hatte. Und hast du gedacht, mal, das ist eine gute Sache, du würdest da gerne mitmachen. Und so ist es eigentlich das Ganze ins Rollen gekommen. Und jetzt hocken wir hier mit dir in deiner eigenen Praxis, wo du den April hast aufgebaut. Ja, genau. Ja. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du in die Richtung bist gegangen? Also schon so, ich habe eigentlich, als ich angefangen habe, ich habe eigentlich das Medizinstudium auf dem zweiten Bildungsweg gemacht. Als ich in die Schule gegangen bin, normale Schule, habe ich sicher nicht weiter in die Schule wollen. Da hatte ich ganz viele andere Ideen gehabt, was man machen im Leben, aber sicher nicht weiter in die Schule und so. Und darum habe ich mal eine Lehre gemacht, als Basis, und nachher habe ich mich jetzt wieder gleich noch ein bisschen gepackt, etwas anderes zu machen. Und darum habe ich dann noch den Gymnasium nachgeholt und bin dann auf dem zweiten Bildungsweg eine Matur gemacht und nachher von Medizin studieren. Aber nachher, als ich von Medizin studiere, ist es mir eigentlich schon von Anfang an recht klar gewesen, dass ich etwas machen möchte, wo man ein bisschen mit den Händen arbeiten kann. Hast du in der Lehre schon etwas Mechanisches gemacht? Ich habe das KV gemacht. Ah, okay. Ja, genau. Ganz etwas anderes. genau. Ja, aber das wäre auch, ich kenne andere Leute, die waren Mechaniker gewesen und nachher haben das Medizinstudium gemacht. Aber nein, ich habe das KV gemacht. Aber irgendwie ist mir für mich von Anfang an klar gewesen, dass ich etwas machen möchte, wo man mit den Händen etwas machen kann. Nicht nur kopflastig, klar. Und wir Chirurgen, wir arbeiten auch mit dem Kopf, es ist nicht nur, dass wir mit den Händen etwas machen, aber es ist ein sehr guter Ausgleich, weil du bist eben auf eine gewisse Art ein Handwerker, eben, wo wir etwas mit den Händen machen. Du hast aber gleich auch sehr viel Physiologie, Pathophysiologie, weil halt all die Operationen, die wirken sehr stark auf die Physiologie und Pathophysiologie des Menschen. Das ist dann sehr interessant, weil du siehst auch sehr schnell, was dein Handeln bewirkt hat, was hat es verändert und darum hat es mich sehr gepackt, doch etwas Manuelles auch noch zu machen. Ja, und ich nehme an, du bist vielleicht eher einer der Älteren gewesen, als du nachher mit dem Medizinstudium gestartet hast. Hast du das Gefühl, du hast wie zu alt gefühlt oder Leute, die Angst haben, soll ich jetzt so wechseln ins Medizin? Was würdest du denen raten? Nein, gar nicht. Nein. Also das könnte ich jedem empfehlen. Also jemand, der die Idee hat, ja, keine Sorgen haben von dem, das geht echt problemlos. Da irgendwie fallen ja die Altersgrenzen, das merkt man nicht so. Und der Unterschied ist ja nicht riesig, ist ja nicht, dass ich jetzt schon mit meinen wenigen Haaren so, dass ich dort aufgefallen wäre. Aber nein, also da wirklich nichts. Und ich glaube, mir hat es eh noch gut da, mal ein bisschen etwas anderes zu machen. Also ich kann das wirklich jedem empfehlen. Und eben ja, jemand, der eine Idee hat, ja nicht wegen dem einschränken, sondern... Das ist kein Hindernis, das ist nicht spät. Voll Mut, nein, gar nicht. Ja. Wirklich voll Elan dahinter zu gehen und voll Freude. Das ist wirklich ein sehr schöner Job. Und wirklich voll Freude, in diesen Job reinzugehen. Cool. Das macht, was ihm das Herz hat. Cool. Und bist du nach dem Studium straight in die Chirurgie in dem Fall gestartet, in deiner Assistenzzeit? Ja, genau. Ich hatte schon gerade eben, weil es mir eigentlich auch von Anfang an klar war, dass ich das machen möchte, dass ich doch etwas Chirurgisches mache, habe ich schon im Wahlstudiar. Ja, im Wahlstudiar bin ich schon dann im Spital Thun auf der Chirurgie und da habe ich auch, weil es mir echt dort auch gut gefallen hat, habe ich gefunden, dort will ich anfangen. Das hat für mich auch eine gute Grösse, gedacht, in so einem Spital anzufangen. Ich finde es immer am besten, nicht in einem Riesenspital mal anzufangen, um die ersten Schritte zu machen, weil am Anfang gibt es so viele Sachen, wo man muss lernen muss oder wo man sieht, wo man während dem Studium gar nicht so mitbekommt. Und das ist eigentlich die Grösse, wie ein Spital tun, das war super. Ja. Und darum habe ich geschaut und von dort aus bin ich eigentlich immer chirurgisch weitergegangen. Also eigentlich, von dem her eigentlich sehr direkten chirurgischen Weg gemacht. Also bist du immer im Allgemeinen Chirurgie eigentlich gestartet oder hast du dich spezialisiert so auf diesem Weg? Ja, schon mehr. Ich bin schon eigentlich in diesen Spitälen, wo es vor allem Visceralchirurgie gegeben hat. Ja, genau. Ja. Ich habe klar, im ersten Jahr Allgemeinchirurgie in Thun, auch dort habe ich auch gewisse orthopädische Operationen gemacht. Ab und zu mal eine Schraube reingedreht oder so. Aber dort bin ich auch viel mehr auf der Visceralchirurgie gewesen. Und das hat fast ein bisschen mehr gepackt. Ja. Es gibt
solche, die mehr so ein mal die weichere Chirurgie eben machen, das ist eben die Viszeralchirurgie, mhm. oder solche, die eben mehr so ein bisschen die gröbere Chirurgie, aber nicht, sicher nicht abwertend, aber einfach mehr die gröbere Chirurgie, halt die Orthopädie, wo es halt ein bisschen mehr um Biomechanik geht, um Traumatologie, mhm. und das ist interessant. Aber mir hat jetzt eben mehr die Viszeralchirurgie nicht so. Mhm. Also würdest du jemandem raten, wenn er sagt, oh, ich weiß nicht, ob ich die Chirurgie so, das ist wahrscheinlich für ihn ein harter, langer Weg, wo er sich da einlädt. Was würdest du dem raten, wenn er die Urteil hat? Ja, ich glaube, wenn man Spass daran hat, wenn immer das Fach fasziniert, dann nur mal los darauf hin. Ja, nicht wegen sich Sachen, die man so hört, la bremsen oder vielleicht auch Angst haben von dem, sondern einfach nur drauf los, schauen, vielleicht halt mal ein Jahr auf eine Chirurgie und schlussendlich, wenn es dem nicht gefällt oder wenn man sagt, ja, ist das doch nicht das gewesen. Also das Jahr ist sicher nicht ein Verlorenes-Jahr gewesen. Mhm. Das haben wir natürlich am Anfang immer so ein bisschen den Drang, möglichst schnell vorwärts kommen, und ja, nicht noch ein anderes Jahr etwas zu machen, weil dann verliere ich ja. Schlussendlich, wenn ein Mensch nach 10 Jahren oder so, da fragt ihn dann schlussendlich nicht mehr, was hast du in diesem Jahr eigentlich gemacht. Mhm. Also ich glaube, dort ist es eher auch noch cool, was du in deinem Rucksack mitnehmen kannst, was du während diesem Jahr gelernt hast. Ob du jetzt ein Jahr früher oder später dann schlussendlich den Facharzt hast, das kommt es gar nicht drauf an. Aber am Anfang haben wir schon so extrem den Drang, vorwärts, ich muss jetzt möglichst schnell zum Facharzt und dann weitergehen. Mhm. Ich sehe jetzt eigentlich gar nicht mehr so im Nachhinein. Und Chirurgie unbedingt, Chirurgie ist ein wunderbares Fach, ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Du hast dich nachher auch selbstständig gemacht, nachdem der Chefarzt im Tiefenob war. In welchem Alter war das etwa, wo du jetzt die selbstständig gemacht hast? Das ist mit 47. 47, ja, genau. Ja. Und kannst du mal so ein bisschen von deinem Weg erzählen, wie das für dich war, dich nachher weg vom Spital in die Selbstständigkeit zu bewegen? Mhm. Genau, du bist am Anfang bist im Spital, ich sage immer so, du bist in deiner geschützten Umgebung, du hast im Spital hast du alles, viele Sachen, die dir zur Verfügung stehen, du hast dein Team, du hast deine Kaderärzte, du hast deine Assistenten, du hast deine Kandmets, wunderbar, das funktioniert alles. Und nachher kommt dann gleich aber auch, du hast halt auch noch viele Sachen nebenbei, auch wenn du dann eben in einer leitenden Funktion bist oder in einer Chefarztfunktion, hast du auch sehr viel administratives, sehr viel Büro, du musst machen, sehr viele Sitzungen, die eigentlich mehr oder weniger weit weg von deinem Kernbusiness sind. Und du verlierst dann so ein bisschen den direkten Kontakt zu deinem Patienten. Klar, du hast schon deine Patienten, aber die Zeit, die du mit deinen Patienten bist, werden von dem auch ein bisschen weniger. Mhm. Und ich arbeite sehr, sehr gerne direkt mit den Leuten zusammen. Und das war sicher für mich auch einer der Antriebe, wieder ein bisschen näher zu deinem Patienten, wieder auch ein bisschen näher zum Zuweiser, also zu den Hausärzten, mit denen du zusammen schaffst, mehr Zeit mit denen auch zu verbringen. Und was sich dann auch die Möglichkeit für mich gegeben hat, eben in die Selbstständigkeit zu gehen, habe ich mir das dann gefunden, doch, jetzt ist auch der Zeitpunkt da, das mal zu packen. Es ist ja immer auch so ein bisschen die Frage, es ist eine gute Frage, du siehst, weißt, wie alt bist du gewesen? Du musst dir ja auch ein bisschen überlegen, in einem gewissen Alter machst du das noch. Wenn du siehst, ich kann dann noch 10, 15 Jahre näher in Selbstständigkeit arbeiten, das ist etwas, wenn du dann 5 Jahre, zum Beispiel vor der Pensionierung, dann machst du es dir vielleicht nicht mehr, dass du in Selbstständigkeit gehst. Und darum ist es, als ich 47 war, ist wirklich der Zeitpunkt gekommen, vielleicht mal wieder herstehen, schauen, wo bin ich, was habe ich so gemacht, was gibt es alles für Möglichkeiten, wo will ich her. Und dann ist eben das mit der Selbstständigkeit jetzt hier am Lindenhof mit der eigenen Praxis ist perfekt gekommen. Cool. Wie ist es eigentlich? Also die Hausärzte gibt es ja mega für Junge, die zum Beispiel 4 Jahre den Facharzt irgendwann machen, 4, 5 Jahre und dann eine Praxis mal starten als Gruppenarztpraxis. Ist es der Chirurgie schwieriger, eigentlich früher einzusteigen, wenn man die Erfahrung zuerst sammeln muss? Oder was würdest du sagen? Glaube ich schon noch. Ja, schon. Ja. Weil eben halt viel, das ganze Handwerkliche und so, das ist halt schon die ganze Lernkurve, wo man macht und die Erfahrungen, wo man auch eben sammelt für das Handwerkliche, das muss man halt schon mehr in den Spitälern machen, wo man auch von älteren Kollegen profitiert und
darum, ja, glaube schon, wie du gesagt hast, gehen Chirurgen schon viel, viel später in eine eigene Praxis rein. Kannst du sagen, so ein Durchschnittsalter, wo du würdest sagen, mit dem wäre es gescheit, sich mal das zu überlegen? Oder gibt es bestimmte Jahre Erfahrung, nachdem man das machen kann? Jetzt bei der Chirurgie denke ich schon, dass so 15 Jahre, das solltest du auch schon fast so ein bisschen gemacht haben. 15 Jahre? Ja, also ja, gell, du, plus minus ist ja mindestens 6 Jahre Assistentenzeiten braucht es eigentlich schon, dass du zum Facharzt Chirurgie kommst. Und nachher fasst du dir ja gleich auch zu spezialisieren. Also du hast dann auch deine Oberarztzeiten, die dann halt dann gleich auch 3, 4, 5 Jahre sind, dann sind wir dann schon wieder bei 10, 11 Jahren. Mhm. Und dann brauchst du sicher nachher aber noch gewisse Jahre in einer leitenden Funktion, dass du dann in eine Praxis kannst. Mhm. Weil, du musst ja auch, wenn du dann so in einer Praxis bist, du baust dein Beziehungsnetz auf, du hast deine Hausärzte, die du zusammen schaffst, weil du schaffst mit denen auch zusammen. Also du lebst sozusagen von den Zuweisungen von Hausärzten und darum musst du schon dein Beziehungsnetz aufbauen. Mhm. Und das ist natürlich schon noch gut, wenn du das in einer gewissen Zeit als leitende Funktion kannst machen, weil dort hast du viel mehr. Und also je höher, ja, wie gesagt, dass du dann in der Hierarchie kommst, desto mehr hast du den direkten Kontakt zu den Zuweisern, wo dann mit denen dann auch zusammen schaffst und von denen auch profitierst, wenn du dann selbstständig bist, dass sie dir auch deine Patienten schicken. Also habe ich so gemerkt, als ich hier neu angefangen habe, immer gedacht, wenn du in eine andere Stadt reingehst und dort eine Praxis schon aufmachen, dann muss das extrem schwierig sein, weil du kennst dort niemanden. Also du musst schauen, wie komme ich überhaupt zu meinen Zuweisern, wie mache ich mich bekannt, wie merken die, dass ich überhaupt da bin. Und dann macht das alles viel, viel schwieriger, als wenn du schon mal ein gewisses Beziehungsnetz hast zu den Zuweisern. Ja. Und es sind ja nicht nur Zuweiser, die eben wichtig sind auch Patienten, die du schon behandelt hast. Weißt, das ist ja die Mund-zu-Mund-Propaganda, wenn irgendwie... Ja, wenn man am Stammtisch wie man anredet und trennt, sagt, ja, dann das Leistenbrüchlein. Und sagt, ja, bang, doch schnell, so, wenn er das gut genau, macht. Und so. So, das ist eins, ich glaube, das sind die zwei Schienen, die man ein bisschen arbeiten für zu den Patienten zu kommen. Eins ist sicher die direkte Zusammenarbeit mit dem Hausarzt und das andere ist die Mund-zu-Mund-Propaganda der Patienten. Ja. Und was findest du jetzt das Schönste, nachdem du dich selbstständig gemacht hast? Was findest du, das ist ein grosser Vorteil im Gegensatz zum Angestelltsein, jetzt abgesehen vom direkteren Patientenkontakt? Das Schönste ist halt, alles, was du machst, machst du eigentlich für dich, für deine Patienten und für deine Praxis eigentlich. Du hast nicht mehr viele administrative Sitzungen nebenbei, die eigentlich dich nur ganz, ganz marginal betreffen. Also du weißt genau, wenn ich jetzt am Abend noch länger da bin, dann hat das einen gewissen Sinn für dich und für deine Praxis und für deine Zukunft und nicht, dass du noch viele so Zeug rundherum musst machen, die dich eben nur sehr marginal betreffen. Also, ja. Das ist schon noch das. Eben, das, was du machst, machst du für dich und für deine Patienten. Das ist schon jetzt etwas, wo du nicht gerechnet hast, was das mit sich bringt, die Selbstständigkeit, die du unterschätzt hast eigentlich? Das ist schon so, wie ich schon gesagt habe, du bist fast so ein bisschen in der geschützten Umgebung vom Spital, wo du eben alles hast. Du hast deine Assistenten, du hast deine Studenten und das hast du dann nicht mehr Selbstständigkeit. Also da bist du dann wirklich für alles so selber zuständig. Also das heisst, du hast nicht einen Assistent auf der Station, der schon mal Visiten macht und alles Administrative vom ganzen Patientenmanagement schon gemacht hat, sondern das ist dann alles, das liegt dann alles an dir und du bist für das zuständig. Ist auch schön, weil du direkt mit dem Patienten zusammen arbeitest, aber es gibt halt sehr viel, was einfach an dir hängen bleibt. Mhm. Und am Anfang, was ich auch gelernt habe, wenn du eine Praxis aufbaust, wenn du da in die Räume reinkommst, dann hast du einfach Räume und die musst du mal füllen mit Möbel, dann musst du die auch füllen mit IT und dann funktioniert das mal und dann funktioniert das mal nicht. Das ist ja dein Problem. Genau, dann ist es eben dein Problem. Da ist doch nicht jemand, wo du kannst sagen, ja, schau doch mal, dass das funktioniert, sondern dann musst du wieder da schauen, dass die Sache da ist. Mhm. Aber durch das ist es aber für mich auch eine extrem lehrreiche Zeit. Also du lernst extrem viel, was es alles noch so braucht und nebenbei auch noch gibt und was, wie das funktioniert. Und du kannst auch selber deine eigenen Ideen als Input reinbringen. Mhm. Wenn man jetzt so in deinem Büro umschaut, man sieht, du bist ein leidenschaftlicher Fußballfan. Genau. Würdest du jetzt sagen, jetzt, wo du jetzt in der Praxis bist und eben, du hast
so viel administrativer Aufwand, so viele Sachen, die du sonst noch organisieren musst, würdest du sagen, du hast noch Zeit für eben die Hobbys oder die Leidenschaft auszuleben, oder würdest du sagen, ja, jetzt ist es fast mehr im Aufwand als im Spital? Ich glaube, so vom Gesamtaufwand, wenn ich so schaue, wie viel ich jetzt arbeite, wie viel ich vorher geschafft habe, ist das etwa gleich. Das ist schon so. Der Vorteil ist, du kannst es ein bisschen besser steuern. Weil du halt eigentlich, weißt, du bist eigentlich der Touchmeister. Du weißt genau, wann kommen wie viele Patienten, wann schreibe ich mehr Patienten ein, wann schreibe ich weniger Patienten ein. Dann kannst du es dort schon so ein bisschen steuern, wenn du es eben findest, ja, mal, also morgen ist ganz ein wichtiger, cooler IB-Match. Also, dann muss ich unbedingt dabei sein. Dann sagst du halt, komm, ab der 4 ist ich niemand mehr ein, weil dann will ich dir sicher sein, dass ich dort dabei bin. Also, du kannst es schon ein bisschen besser steuern. Oder das Interview mit SwissMedTime. Genau, das war das Wichtigste. Und darum habe ich dort schon mal in meiner Agenda sicher genug Zeit freigeschaltet. Cool. Aber du kannst es schon ein bisschen besser selber steuern. Flexibler, ja. Du bist ein bisschen flexibler, ja. Genau. Klar, das ist schon... Aber solange du eben auch mit Patienten arbeitest und auch wenn du noch chirurgisch tätig bist, kann ja immer auch irgendetwas passieren, was unvorhersehbar ist. Also es kann sein, dass es einem operierten Patienten plötzlich schlecht geht, wo du musst möglichst schnell intervenieren. Oder ein Patient, der auf die Notfallstation kommt, der vielleicht von dir operiert wurde oder du kennst. Also dort, auch dort gibt es, wie überall in der Medizin, dort sind wir halt in der Medizin in dem nachteiligen Effekt drin, dass es gewisse Sachen gibt, die halt unvorhersehbar sind, die einfach auftreten können, wo man halt flexibel sein muss. Und hast du das selber in Angriff genommen oder hat man da so wie einen Mentor, der eben da das ganze Selbstständigwerden begleitet? Nein, das habe ich schon selber in Angriff genommen, aber du tust natürlich schon ein bisschen von Kollegen umfragen, du kennst, gell, aber in einem gewissen Alter, wo du bist, wo du das Thema Selbstständigkeit kommt, hast halt du Kollegen, die du vielleicht mit ihnen zusammen studiert hast oder mit ihnen zusammen einmal Assistent oder Oberarzt warst, der es auch selbstständig gemacht hat. Dann gehst du schon ein bisschen umfragen, wie hast du das so gemacht oder auf was muss man so ein bisschen schauen. Oder schon am Anfang, gell, machst du dir auch kleine Gedanken, ja, lohnt sich das oder soll ich mich wirklich selbstständig machen und so. Und dann gehst du mal gehen. Deine Kollegen fragen sich, wie hast du das empfunden? Würdest du es wieder machen? Und als ich denke, wirklich nur so positive Sachen gehört habe, habe ich gefunden, komm jetzt, musst du aus der Komfortzone raus und machst den Schritt. Und dann, genau, aber das sage ich auch immer. Weißt, es ist immer gut, eine Zeit in der Komfortzone zu sein, aber eigentlich musst du wieder aus der Komfortzone raus. Das ist ein unbequemer Schritt, aber ja, genau. Das hat sich gelohnt, oder? Ja, absolut. Ja. Und du profitierst extrem, wenn du aus der Komfortzone rauskommst, weil du kannst, du bist so, aber eine gewisse Zeit bist du einfach so in einem Rhythmus drin, das ist immer so ein gleich, das Daily Business wird immer so ein gleich und dann plötzlich kommt wieder etwas komplett Neues und das ist aber schon noch fähig, das ist schon das. Und das Coole ist halt schon, bei Medizin haben wir halt schon viele Möglichkeiten, so Sachen zu machen. Mhm. Hast du dich gerne schon früher selbstständig gemacht? Nein, jetzt, nicht. Nein, ich bin schon, jetzt im Nachhinein bin ich extrem glücklich, wie es gelaufen ist. Und ich glaube, auch von der Zeit her hat alles wirklich perfekt gepasst. Weißt du, wie lange dass ich wo, in welcher Funktion war? Im Nachhinein muss ich sagen, ist es perfekt so. Jetzt, wenn ich es hätte können, steuern, hätte ich es gar nicht anders gemacht. Ja. Aber wie es halt ist, ich meine, so Sachen kannst du nie steuern. Ja, ja. Also, du kannst dir nie einen Plan machen. Ja, jetzt gehe ich dann 2-3 Jahre dorthin und dann mache ich dann 3-4 Jahre das und dann 4 Jahre und dann 6 Jahre mache ich dann das. Also, das ist so schwierig, weißt, es muss dann gerade zum richtigen Zeitpunkt die richtige Stelle frei sein und dann musst du ja dort auch vielleicht noch wieder die richtigen Leute kennen, dass du wieder einen Sprung dort drüber kannst machen. Aber im Nachhinein hat es für mich perfekt gepasst und früher würde ich es nicht machen, weil ich bin gleich auch sehr froh gewesen, all die Erfahrungen, die ich konnte sammeln konnte, dass du die hast, weil alles, was du in deinem Rucksack hast, das kann dir niemand mehr nehmen. Ja, das hast du dabei. Ja, das hast du dabei, genau. Ja. Und da bist du immer froh, wenn du irgendjemanden hast, der dich an die Hand nimmt und das Zeug mal zeigt. Und das ist mir auch in meiner ganzen Funktion, auch als Chefarzt oder auch in einer Kaderfunktion, als Leitender, so, ist mir immer sehr, sehr wichtig gewesen, die jungen Leute mitzunehmen. Und das Teaching ist mir immer sehr, sehr nah am Herzen gelegen. Und die Leute einfach wirklich können zu begleiten und ihnen Sachen zu zeigen. Ja, das war mega cool. Auch am Hospital hast du mich jetzt mit du begrüßt. Und ich so, okay. Das hat mich wirklich gefackt, ja. Ich hatte einfach das Gefühl, so die Kollegialität und als Team. Ja, ja.
Ja, das war mir auch immer eben auch wichtig, sehr flache Hierarchien, weißt du nicht. Ich glaube, eben Teamgedanke, das Team funktioniert viel, viel besser, wenn du so kannst miteinander sein. Es ist ja nicht, dass sie, weißt du, wenn du jetzt eben mit dem Herr Du so, es ist ja nicht, dass die jemanden nicht respektieren würde, wenn die nicht mit Herr Sie oder mit einem Titel du ansprechen, sondern du holst ja deinen Respekt durch dein Auftreten oder durch deine Handlung oder durch deine Art, wie du bist. Und nicht durch einen Titel oder eine Funktion. Ja, das stimmt. Eigentlich respektiert man die Person fast noch mehr, weil sie so bodenständig auch ist. Vielleicht, ja, genau. Also schon die Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass es viel, viel einfacher geht. Und hat jetzt nie von irgendjemandem das Gefühl gehabt, dass der mich jetzt vielleicht ausgenutzt hätte oder die Situation ausgenutzt hat, weil er per Du mit mir war, dass er da irgendwie etwas anderes... Wobei der Willi... Ja, ja, genau. Ja, haben wir einen Tag Zeit gehabt. Ja, genau. Cool. Aber genau. Ich würde sagen, du bist jetzt die Chefarztposition, das ist auch ja noch eine beliebte Position. Vermisst du das nicht? Oder würdest du sagen, jetzt kann ich viel mehr operieren, das macht mir mehr Spass? Also was ist so der Unterschied? So ein ja, nein, vermisse ich es eigentlich nicht. Mhm. Es war sicher eine sehr interessante Zeit, gewesen, weil du auch gewisse Sachen wieder gemacht hast, die du sonst in einer leitenden Funktion nicht gemacht hast. Ja. Und klar, als Chefarzt hast du natürlich dann auch das Privileg, wenn du etwas willst, dann ist es halt so, wenn es jetzt bei Operationen, wenn es Planungen gibt, wenn du gerne noch die Operationen an diesem Tag möchtest machen, dann... Wenn du sagst, halt, als Chef sagst, ich möchte gerne machen, dann kommt nicht der nur und sagt, nein. Ja, klar. Schon. Aber nein, ich vermisse es von dem her nicht, weil eben, ich glaube, die Sachen, die wir vorhin gesagt haben, eben, was der Vorteil ist, wenn du eben jetzt selbstständig bist, und die überwiegen sicher jetzt sicher viel mehr, und darum bin ich so froh, dass es so gegangen ist. Und eben, wie gesagt, eben, ich will die Zeit nie missen, und auch die Zeit von den 5-6 Jahren, wo ich Chefarzt war, war wunderbar. Aber alles zu seiner Zeit, und ich glaube, der Schritt ist jetzt zum richtigen Zeitpunkt. Sehr schön. Cool. Du engagierst dich ja auch für die medizinische Lehre und machst so eine allgemeine Chirurgie, kann man einen Workshop sagen, in Straßburg. Ja, genau. Ja. Hättest du Lust, schnell darüber zu erzählen, was es genau ist? Wie ich schon gesagt habe, schon während meiner ganzen Zeit im Spital war es mir sehr wichtig, dass die Assistenten auch etwas lernen und das Teaching von den Assistenten. Und dort habe ich auch gemerkt, dass man irgendetwas machen muss, wie man die können fördern kann. Aber es ist eben nicht nur zu fördern, sondern es soll ja auch in einer gewissen Spassumgebung sein. Also es soll nicht nur das Sterile sein, sondern es soll so ein eine kollegiale Umgebung sein. Und dann ist noch das andere dazu gekommen. In der Chirurgie ist es halt immer schwierig, gewisse Sachen zu lernen. Jetzt, je mehr dass die ganze Technologie dazukommt, es gibt immer mehr so Tools, wo man kann in einem Simulator gewisse Operationen lernen kann. Mhm. Aber sonst ist es immer schwierig, wenn kann man überhaupt eine Operation an einem Patienten machen, weil das ist eine lebende Person, und da muss es ja funktionieren. Man kann nicht einfach etwas mal probieren, wie das so geht. Und klar, man muss so die ersten Schritte mit machen, man muss sie dort führen, aber auch dort habe ich angefangen, irgendwie wäre es auch noch cool, wenn wir etwas machen könnten, wo man etwas zusammen könnte lernen. Und dann habe ich nachher den Berner Chirurgiekurs ins Leben gerufen. Und da ist jetzt so, dass wir 2 Tage auf Straßburg gehen. In Straßburg hat es so ein Zentrum, wo eigentlich da ist für Teaching-Operationen. Also dort kann man gewisse Sachen an Kadaver üben. Wir machen zum Beispiel Cholezystektomie an einer Schweineleber. Ja, cool. Und hast aber auch das ganze Equipment, weil einfach das Zentrum für das ausgerichtet ist. Also das sind schon alle Laparoskopietürme dort, und das ist alles aufgestellt. Das hat alles sehr professionell gemacht. Mhm. Und dann haben wir wirklich 2 coole Tage dort in Straßburg, wo man zum einen tut man auch gewisse technische Sachen lernen. Wir haben auch gewisse Schulungen, wo wir nicht ein Hands-on-Training haben. Aber am zweiten Tag ist wirklich nur da für Hands-on-Sachen. Da tut man wirklich an, zum Teil kann man eben Cholezystektomie an Schweineleber. Aber es gibt auch Darmanastomosen, die man von Hand und laparoskopisch machen kann. Und das ist aber schon fähig. Es gibt
Gruppe, wo man zusammen ist, man tut zusammen etwas lernen und hat aber dann auch einen gewissen und noch sozialen Aspekt, cool, wenn man zusammen ja, cool, geht. Mega cool. Ja. Und man kann sich als Assistenzarzt für das anmelden? Ja, oder wie? Genau. Ja. Genau. Man kann sich als Assistenzarzt kann man sich auf unserer Homepage kann man sich dort, registrieren. Dort werden die Kurse ausgeschrieben. Und ich kann es wirklich noch mal jedem empfehlen, uns auf Strasbourg zu begleiten. Die wir doch so einen Link die können wir gerne verlinken in Beschreibung. Genau, Beschreibung, dass man sich da anmelden kann. Das super. Ja. Eine coole Sache. Studierende können da noch nicht mitmachen, erst ab Assistenz. Wir haben ja auch schon Studierende gehabt, die nicht mitgemacht haben. Ja. Okay. Also OP-Jottler oder so, genau, Baustudier. Es kommt eben darauf an, wie viele Besucher das es hat und so, aber rein würde es da nichts dagegen sprechen. Okay, cool. Das heißt, wichtig ist mir auch, dass ich einen guten Industriepartner habe, der da mitmacht. Ja. Ich will natürlich auch die Kosten möglichst tief behalten. Also, wir haben es jetzt so geschafft, dass wir für 200 Franken, 250 Franken den ganzen Kurs haben mit heftig. Übernachtung, mit cool. Essen, mit... Was? Inklusive allem? Alles, genau. Kostet einfach mit der Reise. Ja. Und Kurs, geil. Übernachtung. Aber ich denke, ich will da nicht, dass es einen teuren Kurs gibt, sowohl zum erschwinglichen Preis sein. Ja. Das sind Kurse an der Uni schon teuer. Aber geil, ja, da tun wir den Link in die Beschreibung gesehen. Sehr gerne. Und das Fäge ist halt auch, es ist nicht ein riesig aufblasener Kurs, also es sind nicht hunderte von Teilnehmern, weil es sind... Besitzen. Genau. Es sind eine gewisse Anzahl und darum jetzt so viel mehr 1-zu-1-Teaching. Ich denke, es wäre nichts Schlimmeres, als wenn jeder jetzt einfach seine Schweineleber vor sich hat, vordran zeigt denen am Bildschirm, wie man es macht und nachher probiere jetzt mal selber, sondern mir ist es sehr wichtig, dass es eben auch wie ein 1-zu-1 hat, wo immer bei diesen Tischen, wo man etwas macht, so ein erfahrener Teacher dort ist, der dich wirklich zur Hand gehen und helfen und zeigen, wie man das machen kann. Wie ist eigentlich dein Job so vereinbart mit Familie und Kind? Also hast du Kinder per Zufall? Ja, okay. Das ist eine schlechte Frage. Ja. Und wir fragen es nochmal. Zufall. Jetzt, wo wir gerade auf Arsch sprichst. Stimmt. Ich habe den Wunsch, ich habe jemanden dabei gesehen. Okay. Per Zufall. Nee, wie sieht es aus mit Familie und Kind? Ja, aber das ist schon so. Ich habe zwei Kinder. Ich habe einen sehr glücklichen Familienvater. Ich muss sagen, es ist etwas vom Fägigsten, die Familie, die ich habe. Sorry. Es ist wirklich, was du siehst, es ist sicher auf eine gewisse Art schwierig, zum einen für dich, aber nicht nur für dich, sondern auch für die Familie. Es ist sehr schwierig, wenn du irgendjemanden hast, wo du nie genau weisst, ist er jetzt am Abend da, oder kann ich, oder jetzt bist du eben auch für meine Frau, weißt, kann ich mit jemandem abmachen, weil das hat so unendlich manchmal gegeben, dass du dann gesagt hast, ja mal, zum Beispiel, wenn die Frau dich fragt, dann kann ich am nächsten Mittwoch mit meiner Kollegin zu Nacht essen. Dann sagst du, ja mal, super, geht gut, ich habe dann keinen Dienst, ich kann auch kommen. Und dann bist du an dem besagten Mittwoch, bist du den ganzen Tag immer denkst, funktioniert das, es geht alles wunderbar. Und dann genau eine Stunde vor dem, wo du gehst, kommt dann plötzlich das Telefon und sagst, jetzt musst du noch das oder das oder dort. Die Operation geht länger oder dann kommt noch das dazwischen. Und wie es dann ist, und dann kommst du zu spät hey und dann müssen sie wieder zurückstecken für etwas, wo sie überhaupt nicht dafür können, wo sie gar nicht davon profitieren und wo sie eigentlich nur das Negative davon haben. Das gibt halt schon viel, weil viele Sachen, gerade die Chirurgie, sind halt nicht so planbar. Und du weißt nie genau, wie lange geht es, was kommt noch dazwischen. Dort hat sich die Familie auch häufig müssen zurückstecken. Mhm. Und du hast ja auch Leute angestellt, auch Chefarzt im Tiefenau. Wie ist das gewesen, so, wie hast du das erlebt, das Thema Familie, wenn Assistenzärztinnen zu dir kommen? Ist das ein Gesprächsthema gewesen, oder haben auch Leute gefragt für Datezeit? Wie hast du das wahrgenommen? Mhm. Also es war nie ein Gesprächsthema gewesen, oder sogar weißt, ein Hinderungsgrund, wenn jemand gesagt hat, er möchte Familie oder hat Familie, dass du dann bei einem Bewerbungsgespräch hättest, denkst du, das wird auch zu schwierig. Das geht im Gegenteil. Ich denke, wenn du eben selber Familie hast und das alles durchgemacht hast, ist es mir auch sehr wichtig gewesen, dass es eben für andere auch kann funktionieren und soll funktionieren. Und dort bin ich auch immer bereit gewesen, jemandem die Hand zu reichen, wenn es Probleme gab, sei es jetzt vielleicht mit einer
mit einer Kinderbetreuung oder auch so, dass wir können organisieren können, dass das so funktioniert. Mhm. Und auch Teilzeit, da bin ich immer sehr offen gewesen, dass wenn irgendjemand wollte Teilzeit arbeiten, wenn das für ihn wichtig war, dass wir haben geschaut, dass das so funktioniert. Mhm. In Chirurgie ist es halt aber noch ein bisschen schwieriger, weil du halt sehr auch, nehmen wir jetzt an, wenn du deine Patienten, die du eben operiert hast, willst du gerne nachher betreuen, mhm. Tag für Tag, und das ist es schwierig, das ist, kannst auch nicht so gut einen Patienten an einem Tag operieren und dann kommst du erst 4-5 Tage später und siehst nicht jetzt nächstes Mal wieder. Ja. Mhm. Klar, es hat ja immer genug erfahrene Leute dort, die sicher genau gleich gut zu dieser Person schauen, aber du willst ja gleich selber wissen, wie es dieser Person geht, wenn du sie schon operiert hast. Nicht, dass du da das Schlachtfeld hinterlässt. Genau, und nicht weiss, was man angerichtet hat. Ja, genau. Genau. Und wenn es halt irgendein Problem gibt, willst du dann halt auch selber dastehen und das Problem dort zu lösen. Jetzt hättest du irgendetwas anderes gemacht, wenn du jetzt den Weg noch einmal könntest gehen? Hättest du wieder Medizin studiert oder vielleicht eine andere Fachrichtung, sogar mal ein anderes Studium, etwas anderes austestet? Nein. Ich hätte sogar den Podcast auch wieder gemacht. Ich würde den Weg wieder genau gleich gehen. Ja. So. Und jetzt eben auch im Nachhinein, der Umweg, den ich noch gemacht habe, über eine Berufslehre, hat jetzt für mich eben jetzt im Nachhinein überhaupt keinen Einfluss gehabt. Mhm. Also ich müsste sagen, ich habe Zeit verloren. Weißt du, wenn du jetzt sagst, ich habe eine dreijährige Berufslehre gemacht, ja, ich habe die 3 Jahre verloren. Überhaupt nicht. Also, ich glaube, der Weg hat so funktioniert, hat vielleicht auch so müssen sein. Mhm. Wie wir schon vorhin gesehen haben, die Planung ist sehr, sehr schwierig, wie du das machen sollst. Es hat so viele Faktoren, die da zufälligerweise auf einen kommen. Wie schnell ein Chefarzt in einem Spital, wo vielleicht noch in der Nähe ist. Und die Stellen sind eher rar, eben, hast du die Möglichkeit. Durch das lernst du dann wieder Leute kennen, wo du dann auch die Möglichkeit hast, eben wie es bei mir in die Privatindustrie zu gehen. Also, nein, ich würde das genau gleich wieder so machen. Ich könnte es eben nicht anders beeinflussen, weil ich eben sehr wenig von diesem Weg beeinflusst habe. Aber ich bin wirklich froh, dass es so gelaufen ist. Und auch vom Fach her, Chirurgie würde ich unbedingt wieder machen. Cool. Weil halt eben, mir gefällt das Manuelle, mir gefällt das mit den Händen zu arbeiten, mir gefällt aber auch ein bisschen mit dem Kopf auch noch zu arbeiten. Mhm. Und eben auch zu arbeiten im Team mit vielen jungen Leuten, das ist auch das Coole bei Medizin. Wirklich, du hast mit so vielen Leuten zu tun, sei es jetzt bei dir im Team, weißt, da hast du Studenten, wo ja immer auch sehr interessant ist, wo ein bisschen wechselt. Du lernst sehr, sehr viele Leute kennen. Zum Teil hat es ja auch ausländische Studenten. Du lernst von denen Mentalität oder lernst von denen sehr viel. Und dann hast du viel mit jungen Assistenten zu tun. Es behaltet dich selber jung, weil du immer den Einfluss von ihnen hast. Und aber hast aber auch deine Kaderleute, die du zusammen schaffst. Und das Coole ist ja auch noch in den Spitälern, dass ein Spital, da kommen ja so viele Leute zusammen. Mhm. Es kommen Leute vom technischen Dienst, es kommen Leute von der Küche, von der Putzequipe, Leute, die im Empfang sind, im Restaurant, alles einfach, die nicht direkt mit dir im Team sind. Und mit denen können zusammenarbeiten, ist einfach super, ja. Cool. Du musst einfach die Augen offen behalten. Wenn du mit zunigen Augen und zunigen Ohren durch die Gänge läufst und nur noch für dich schaust und nur dann verlierst du die Sache. Du musst eben offen sein, musst auf die Leute zugehen. Und mir war es eben auch immer sehr wichtig, und nicht eben dort eine Hierarchie zu zeigen. Ja. Ein Spital funktioniert nur mit solchen Leuten. Wenn die nicht da sind, dann geht es in das Spital nicht. Und dann mit solchen Leuten zusammen zu arbeiten, mit noch ein bisschen reden, ein bisschen blödeln, ein bisschen Spass haben. Super, ja. Das ist cool an dem Spital. Ja. Das war schon ein Wort. Mhm. Hättest du noch ein paar Tipps, die du den Studenten auf den Weg würdest geben? Also was ich einfach auch noch unbedingt würde empfehlen oder auch immer empfehlen unseren Studenten, wirklich geht mit offenen Ohren und geht mit offenen Augen durch das Spital, durch die Medizin, durch Chirurgie oder wo ihr auch immer seid, lernt von euren Vorgesetzten oder von den Leuten, die einfach
schon ihre Erfahrungen gemacht haben, weil die haben schon ihren Erfahrungsschatz und haben nicht Angst, auch sie direkt anzusprechen, auf sie zuzugehen und von ihnen zu profitieren. Aber eben das Wichtigste ist wirklich, macht einfach nur die Augen und die Ohren auf, saugt alles rein, wo von dem Schönen und Interessanten in diesem Job rum ist. Weil alle Erfahrungen, die man hat können sammeln konnte, die kann einem niemand mehr nehmen und die hat man bis und von denen kann man später profitieren. Das hat so häufig jetzt bei mir auch gegeben, dass der, weißt du, zum Beispiel bei Operationen, denkst du jetzt so, wie löse ich das Problem am besten? Und plötzlich kommt ihr, jetzt habe ich doch schon gesehen, das kann man ja so machen oder das hat Menschen so und so gelöst. Also eben wirklich alles, was man einmal sieht oder wo Menschen davon gehört hat, wirklich reinsaugen und profitieren von dem. Und es ist, genießt den Job und so, ist wirklich ein wunderschöner Job und mit so vielen Menschen zu tun und hat so viel Interessantes, was man Tag zu Tag sieht. Es ist nie ein 0815 Job, es ist immer wieder etwas Neues und es ist wirklich ein wunderbarer Job und genießt das und habe Freude in meinem Studium und in weiteren Job. Schöne Worte zum Abschluss. Merci vielmals, lieber Beat, dass du dir Zeit genommen hast, heute bei uns hier dabei zu sein. Und auch merci euch fürs Zuschauen bei dieser Episode. Wir würden uns freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren und ein Like da lasst. Und dann freuen wir uns, wenn es wieder heisst Swiss Med Talk. Und falls ihr noch Informationen wollt für die coolen Chirurgietage in Straßburg, Informationen unten in der Beschreibung. Genau, meldet euch an. Nächstes Mal über 100 Leute in diesem Stadtfunk, dass er ein neues Organisationsteam zusammensuchen muss. Genau. Sehr gut.